Ja, hallo und willkommen zurück. Wie soll ich sagen? Ich habe über 5 Aufnahmen gemacht und der Ton war nicht an. Ja, wir waren eigentlich hier stehen geblieben. Und hier war keine Verbindung mehr. Warte, was? Oh, okay. Ja. Hi, January. Ihr erinnert euch doch an January, der uns empfohlen hat, hier hochzugehen, ne? Ich habe Ihre Stimme. Das ist eine Taktik, um Ihr Misstrauen abzumildern. Ich erwähne das nur, damit Sie wissen, dass ich aufrichtig bin. Ja. Sagen wir mal so, In der ich. Sicherheitsstation in der Lobby könnten sich Waffen befinden. Danke dafür. Ich bin ziemlich viel in der Station umhergeirrt und habe dann später herausgefunden, dass die Schlüsselkarte für dort, wo wir hin mussten, hier lag. Hab das dann alles aktiviert. Wir sind ein bisschen im All rumgeflogen, haben unser Backpack ein bisschen aufgerüstet, unser Anzug, dass wir im Weltall schweben können. Ja, und sind schlussendlich wieder hier gelandet. Und im Film wurde dann gesagt, dass wir die Station zerstören müssen. Und das geht nur mit 2 Schlüsseln. Und diese Schlüssel besitzt einmal ich und mein Bruder. Das Problem ist, dass meiner verbrannt wurde und wir müssen jetzt den Bauplan dafür finden, um wieder den Fabrikator herzustellen. Und dafür müssen wir zur Psychotronik. Genau. Und ja, January ist jetzt, sage ich mal, der sammelt jetzt für uns immer ein paar Sachen. Gut. In der Sicherheitsabteilung, genau. Und wir haben jetzt einen Generalschlüssel, das heißt, wir können jetzt überall rein. Danke dafür. Jetzt können wir erstmal da überall hin, wo ich überall erstmal hin wollte. Oh Gott, leck. Oder ich will hier vielleicht doch nicht hin. Keine Passagierkarte, ich habe einen Generalschlüssel, ich muss doch alles aufkriegen. Okay, hier ist echt leckig, ich gehe mal schön raus. Psychotronik da unten, okay, dann machen wir mal hier. Genau, das kann unser Backpack, er kann so einen Fall abmildern. Oder können wir den Aufzug jetzt benutzen? Ich höre etwas. Zeitverlangsamung. Und ich kann mir. Oh, fuck, hier sind mehrere von. Hui. Das war. Tensiv. Also. Nö. Das lassen wir mal schön zu. Was haben wir denn hier? Fehler. Code eingeben. Au. Mit Stromschlag. Okay, was haben wir hier? E-Mail. Juri. Wie dargestellt ist Juri Koma wie ein Mensch auch mehr zu in der Mittagspause. Ah, danke dafür. Your Agent, Maximum Security. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft. Aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Wir haben jetzt January und wir haben December. Und January sagt, wir müssen nicht dazu zerstören. December sagt, wir sollen abhauen. Haben wir mehrere gespeicherte persönlich? Keine Ahnung. Verteilerkiste.
Gut. Ach ja, habe ich noch gar nicht erzählt. Wir haben jetzt übrigens eine neue Waffe, die ich zusammen gecraftet habe, einen Bolzenwerfer. Aber ich bin so gut wie tot eigentlich, weil meine Rüstung bald Schrott ist und ich habe keine Dinger um meine. Oder habe ich? Doch, ich habe eins. Reparaturkit. Okay. Ei. Gut, ich zeige dir mal ein bisschen, was das brauchen wir denn nicht. Ausgefranstes Kabel brauchen wir nicht. Synthetisches Material brauchen wir nicht. Gut. Cool. Ich krieg trotzdem synthetisches Material zurück. Ah ja. Kann ich dir jetzt entgegenschmeißen? Kann ich dir jetzt sie schmeißen? Tschüss, ich bin weg. Zeitverlangsamung ist schon was ziemlich Cooles. Das heißt, ich gehe jetzt sagen, wo alles ausgebrochen ist. Eieiei. Jetzt. Ah, dürfen wir jetzt wieder ein bisschen fliegen? Die Psychotronik ist das Gegenteil von sicher morgen. Was suchst du? Jemand hilft dir. Ist es Michaela? Elazar? Nein, nein, nein. Ich kann die Nachrichten ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Das ist January. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen Sie ganz nach oben. Okay. Mio? Hier spricht, Dr. Calvino. Tja, Sie haben wohl Feierabend. Oder ignorieren mich. Ich wollte nur, ich komme morgen etwas später. Aber behalten Sie morgen bitte gleich als erstes ein neues Mikrolinsen-Array vor. Das alte ist nämlich Schrott. Besorgen Sie sich alles Nötige aus der Werkstatt. Und wenn Clive meckert, nehmen Sie sich's aus dem Lagerschrank, wenn er gerade wegschaut. Offiziell kennen wir den Code zwar nicht, aber ich leite ihn an Sie weiter. Okay, wir kommen nicht in Männer... Raum rein. Das heißt, wir müssen wo durch das Frauenbadezimmer. Und da sind anscheinend ein paar Leute nicht sehr erfreut drüber. Okay, lass uns ja mal das Voice-Schutzgerät ausprobieren. Hat nicht so viel Schaden, schade. Oh nein. Psychoskope. Das Foto kennt meinen Namen morgen. Oh nein. Nein, nein, nein. Erforderlich. Was sind denn bitte Psychoskope? Lass mal nochmal zurückgehen. Aua. Wir müssen nämlich. Entweder Flucht. Wir machen vielleicht mal ein Secret Ending oder so. Wir kommen anscheinend nicht weiter, weil wir da irgendwas brauchen. Irgendeine Modifikation. Die finden wir wahrscheinlich. Keine Ahnung wo. Okay, das Ding ist vorher einfach nur. Nope, nope. Nope.
Luftkapselschlüssel. Okay, lass mal kurz gucken. Der haucht ja aber ganz dicht in den Nacken. Ganz dicht in den Nacken! Boah. Das ist wie das, die Speicher, die. Oh. Ich habe halt nichts, um mich zu wehren. Skill Recording Room. Moment, jetzt kann ich hier rein. Komm ja doch nochmal zurück hier. Jawoll. Dankeschön. Waffen-Upgrade. Crew-Effizienz. Ja, machen wir das da. Ist gut. Hi. Kannst du mich... Gotcha, Bitch. Da oben drauf. Oh, wow. Tut mir leid, Bon, keine Ahnung, wie du die gekriegt hast, aber ich kann diese Schütze gerade nicht überlassen. Vertrau mir, du würdest es bereuen. Dammit. Wie schade. Dann müssen wir improvisieren. Kommen Sie zu mir ins Foyer. Ihr Büro ist nicht sicher. Was ist sie vielleicht? Oder was Schlimmeres. Alex, die Typhon. Sie arbeiten alle gegen sie. Vertrauen sie sich selbst. Vertrauen sie ihrem Video. Wir brauchen die Zündschlüssel, um die Talos 1 zu zerstören, bevor es zu spät ist. Okay. Haben sie was Interessantes gefunden? Nein. Gehen sie zur Datenzentrale. Je mehr sie von der Talos 1 sehen, desto besser verstehen sie, warum sie alles zerstören wollen, wenn sie es nicht bereits wissen. Mehrere Ziele. Ah, ich komme da jetzt nicht weiter, du. Wieso ist mir das große Loch dort nicht aufgefallen? Wow. Gotcha. Sache. Ah. Ein Psychoskop. Das Psychoskop war ein Durchbruch. Neben den Neuromods die wichtigste Tag auf der Talos 1. Scannen Sie damit die Typhon-Organismen, wenn Sie mehr über sie erfahren möchten. Übrigens haben Sie das erfunden. Oh, was? Schritte mit Y markieren und scannen Gegner in der Nähe. Kennst du neue Fähigkeiten? Oh, das ist cool. Okay, das ist mega geil. Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Habe ich. Oh, endlich geht's weiter, Leute. Scan abgeschlossen.
Ah, verwandeln. Das ist cool. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Was ist los? Du darfst das nicht zulassen. Gut. Ich schicke dir den Code für einen Tresor in Direktor Kaltstrops Büro. Er hat dort sicher Neuromods versteckt. Nutze sie, um eine der Typhon-Fähigkeiten zu installieren. Mach das und du überlebst vielleicht lange genug, dass ich dich wiedersehe. Ah. Wie fühlt es sich an? Weißt du es noch? Das erste Mal hast du gesagt, es wäre, als würde man aus sich heraustreten. Als würde die Zeit niederknien und auf deine Entscheidung warten. Du hast meinen Stuhl bewegt, ohne ihn zu berühren. Das ließ mich erschauern. Diese Möglichkeiten. Aus dir wurde an diesem Tag etwas Neues, etwas Höheres. Oh. Ich wusste damals wie heute, dass es unsere Bestimmung ist, die gesamte Menschheit auf eine neue Stufe zu heben. Okay. Zielauswahl. Einige Kräfte müssen sofort ausgewählt werden, wenn du einige Kräfte sind C-basierend. Was auf der Talos 1 passiert, hat hier begonnen. Du warst am Anfang so besessen. Mein Fehler war, dich in den Mittelpunkt der Tests zu stellen. Da hast du dich von mir entfernt. Das habe ich befürchtet. Die Wissenschaftler arbeiteten gerade an etwas, als sie starben. Der Zugang zu den Guts ist gesperrt, wenn Experimente laufen. Sicherheitsprotokoll. Sie müssen beenden, was die begonnen haben. In den 60ern und 70ern versuchten die ersten Forschungsteams mit den Typhon zu kommunizieren. Aber das war unmöglich. Ihre Zerebralstrukturen sind hochentwickelt und zweckhaft, aber irgendwie unzugänglich. Sie haben keine eigene Sprache. Sie scheinen uns nicht einmal zu sehen. Also nicht so, wie wir uns sehen. Ich sage zwar wir, aber natürlich bin ich keine Person. Nicht so wie sie. Und Versuchung im Gange. Lokale Verriegelung bis zum Ende der Prozedur aktiviert. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Keine Ziele. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Oh, irgendwas um mich zu verwandeln. Warnung, Untersuchungsraum betätigt. Und nach. Komm schon. Warnung, Untersuchungsraum betätigt. Die Menschen neigen dazu, Dingen, die sie nicht verstehen, menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Die Typhon töten uns ohne zu zögern. Aber nicht, weil sie böse sind. Sie können nicht anders. Weißt du, was wir entdeckt haben? Sie besitzen keine Spiegelneuronen. Trotz ihrer wundervollen Fähigkeiten können wir etwas, was sie nicht können. Mitgefühl für ein leidendes Lebewesen empfinden. Hi. Ja, und ich würde mal sagen, wir verabschieden uns hier an dieser Stelle. Bis jetzt zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.